JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Nachmittag jetzt hier auch wieder zur Webinar-Time. 17 Uhr, es ist Algohandel in der Praxis mit Christoph Enslin, der auch hoffentlich gleich mit hinzustößt. Aktuell ist er noch nicht da, somit eröffne ich jetzt natürlich mit Freude dieses Webinar. Mein Name ist Markus Klebe, ihr kennt mich aus den Formaten wie dem DAX Long oder Short Livestream, US Opening Bell, Devisenradar, dem Live Trading Room, also eigentlich alles, was irgendwie mit JFT zu tun hat. Da hört man mich doch des Öfteren. Ich bin der Herr unten dort ohne Haare. Wir wollen erstmal ganz kurz auf den Risikohinweis eingehen und warten. Jetzt ist der Christoph auch da. Ich reite kurz durch den Risikohinweis, mein lieber Christoph, und dann werde ich dich hinzunehmen. Lest euch diesen bitte durch. Achte bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, Schrägstrich der Christoph hier sagt, als Setup formuliert, gegebenenfalls vortradet oder zeigt, dass ihr das alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Dann switchen wir mal zum lieben Christoph. Ich wollte jetzt eigentlich meinen Trade zeigen, den ich jetzt machte hier im Nachgang nach den CPI-Daten, aber die zeige ich euch dann morgen. Also mein lieber Christoph, ich suche dich hier raus und mache dich, Moment, zum Moderator. Und dann sollte jetzt auch die Anfrage an dich kommen. Und dann kannst du jetzt auch dein Ton anschalten und ich mache dich auch zum Organisator, weil dann siehst du nämlich gleich auch die Fragen. So, das Bild sehen wir schon mal, das ist perfekt und jetzt scheint es auch gleich so zu sein, als würde der Ton da sein. Versuch's mal, Christoph, ich grüße dich. Nein, noch nicht. Jetzt. Ja, halli, hallo, wie sieht's denn aus? Hörst du mich? Ich höre dich perfekt und ich sehe dein Bild, wie du strahlst vor dem blauen Hintergrund. Alles gut. Okay. Ich sehe dich und höre dich und ich denke, die Community genauso. Super. Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Soll ich einfach sofort loslegen, Markus? Oder hast du noch ein paar Worte zu sagen? Ich habe ja schon ein paar Worte kurz fallen lassen. Aber gerne kann ich natürlich auch noch mal ein paar einleitende Worte finden. Von meiner Seite ja eher so der diskretionäre Ansatz. Ich versuche, den Markt jeden Tag neu einzuschätzen, neu einzunorden, suche mir jeden Tag meine Trade-Setups und genau das Pendant dazu bist du quasi als EA-Programmierer, als Coach für EA-Programmierer, bist du ja derjenige, der sich da eben Hilfen bzw. ganze Handelssysteme schreibt und eben nicht täglich eben dieses Research quasi betreiben muss, sondern täglich eher die Handelssysteme irgendwo immer wieder aktiviert und gegebenenfalls justiert. Und ich denke, dazu werden wir heute einiges hören. Also sehr, sehr interessante Themenwahl, beziehungsweise sehr interessant, was du da immer zu berichten hast. Ich freue mich drauf. Und jetzt ist natürlich das Wort gerne an deine Seite gerichtet. Ich freue mich drauf. Alles klar. Vielen Dank, Markus. Ja, genau. Also ich glaube, das hast du perfekt dargestellt. Der Gegensatz könnte insofern nicht anders, also nicht größer sein. Ich schaue eigentlich fast überhaupt nicht auf Nachrichten oder ich weiß nicht mal den Wirtschaftskalender. Von daher, als heute da hier der Ausschlag kam, musste ich erst mal nachsehen, ja, was war denn da los? Wobei es natürlich für meine Strategien im Algo-Trading keinen Unterschied macht. Ne? Es ist bloß reines Interesse, um mal zu wissen, ja, da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Und da will ich natürlich informiert sein. Aber viele von solchen Marktbewegungen und die dahinterliegenden Gründe verpasse ich auch wirklich vollständig, weil ich vollständig, also nicht ganz vollständig, aber was jetzt den CFD und Forex-Handel angeht, primär, also sagen wir mal zu 95% komplett automatisiert habe. Auch aus gutem Grund, weil die Automatisierung, die funktioniert bei mir. Dazu sage ich natürlich auch noch viel mehr jetzt im Laufe des Webinars. Während was manuelles Dreitreden angeht, hört da niemals auf mich oder hört auf mich und macht dann genau das Gegenteil. Kontraindikator ist auch nicht schlecht, genau. Wenn das funktioniert. Richtig, ganz genau. Cool. Ja, also genau. Also heute geht es wirklich um die Algo-Handelspraxis. Wir programmieren nicht, sondern es geht darum, wie verwenden wir Expert Advisors für den MetaTrader 4, MetaTrader 5. Und zwar nicht technisch, das ist relativ einfach, ne? Wie platziert man denn auf dem Chart und so weiter, das geht einfach, sondern drum
wie sieht im Prinzip meine tägliche Arbeit aus als Algo-Trader, als EA-Trader, um zu positiven Setups zu kommen, die ich auch mit gutem Gewissen verlässlich im Echtgeldkonto einsetzen würde und dann auch werde. Na? Und da gebe ich euch jetzt heute einen kleinen Einblick. Ich werde zuerst ein paar Worte zu mir sagen für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Aber danach geht es grundsätzlich darum, ich erzähle was von der Turtles-Strategie. Es geht also um einen Expert Advisor, um einen vollautomatischen Handelsroboter, der eine Don-Chian-Channel-Ausbruchsstrategie umsetzt. Im Prinzip daran arbeite ich mit der EA Trader School und meinen Coaches und Workshop-Teilnehmern schon jetzt seit ungefähr Mai, Juni, um da wirklich gute Setups zu finden für diese Strategie in verschiedenen Assets. Und ja, da mache ich mich heute wirklich extra verwundbar für euch. Das möchte ich vorab sagen. Geht bitte mit dieser Verwundbarkeit meinerseits sehr, sehr sachte und vorsichtig um, weil ich zeige euch heute was ich eigentlich sonst nie so zeige. Ich habe mich viel jetzt für im Vorfeld dieses Webinars habe ich mich natürlich vorbereitet, bin allerdings und hatte auch in meiner Ankündigung versprochen, dass ihr ein nagelneues Setup bekommt oder sehen werdet für diesen Turtles EA. Und ich bin aber leider noch nicht ganz zu der Entwicklungsphase gekommen, wo ich sagen würde, das ist gut, das können wir in den Echtgeldhandel überführen. Aber ihr seht dadurch, wie im Prinzip wirklich die Algo-Praxis aussieht, dass ich halt einfach nicht, dass im Prinzip niemand einfach mal nur kurz ein Setup aus dem Ärmel schütteln kann mit ein, zwei Tests und gut ist, sondern dass das ein wirklich längerfristiger Prozess ist und ja, der eben seine Zeit dauert, um ihn wirklich sauber zu durchzuführen und auch entsprechend zu dokumentieren. Also ich erzähle euch deswegen, ich zeige euch, wo ich dann gerade stehe, um im Prinzip auch feststecke, in Anführungsstrichen. Und dann, um das aber noch ein bisschen abzurunden und in den Kontext zu bringen, zeige ich euch auch noch die Setups, die wir im August im Prinzip freigegeben und vorgestellt hatten in einem vorläufigen Webinar. Und wie die sich zwischenzeitlich performancemäßig entwickelt haben. Das ist auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich interessant. Und genau. Und dann gebe ich ganz zum Schluss noch einen Ausblick auf ein ganz, ganz spannendes Mega-EA-Event, bei dem ihr auch kostenlos dabei sein könnt und ihr auch ein kleines Schmankerl von mir bekommt. Und dieses Event, da geht es um 360 Grad im Prinzip rundum Blick auf die Welt des Algo-Tradings, der Algo-Trading-Praxis. Aber dazu am Ende mehr. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dabei zu bleiben, liebe Leute. Gut, also wir kommen zu mir kurz. Ich mache mal hier weiter. Also ich bin Christoph Enslin, vor 44 Jahren circa im Landkreis Esslingen geboren. Börse mache ich seit ungefähr 35 Jahren. Ich hatte mit 9 Jahren meine erste Aktie gekauft und war seitdem, nachdem die sich innerhalb von 2-3 Jahren vielleicht verdreifacht hatte, das war die Thyssen-Aktie damals, war ich natürlich gehuckt an den Markt. Ich hatte mir leider darauf viel zu lange was eingebildet, dass ich das schon seit 9 Jahren mache und war deswegen viel zu lange im Prinzip verschlossen vor meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, um mich zu einem besseren Trader zu entwickeln. Aber ich habe Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, was sich eben durchaus auch in den Ergebnissen zeigt im Trading, insbesondere eben mit den Vollautomaten. Vor 12 Jahren hatte ich meine Firma gegründet, MindfulFX. Da ging es immer um das Thema Handelssysteme. Es ging um Devisen hauptsächlich, aber wir machen auch andere CFDs und in der EA-Programmierung und Trading eben seit über 10 Jahren aktiv, über 2000 EAs programmiert, mit über 600 privaten und kommerziellen Kunden, also eine ganze, ganze Menge Erfahrung hier. Privat lebe ich in North Carolina, in den Blue Ridge Mountains, in den blauen Bergen, da komme ich her, mit meiner Frau und mit meinen 5 Katzen. Das ist in der Nähe von Asheville, falls das jemand kennt. Und genau, von hier aus trade ich, programmiere ich, ich kümmere mich um meine Kunden und lese, schreibe und meditiere sehr gerne.
North Carolina, für die, die es noch nicht kennen, es ist ungefähr auf halber Strecke von New York City runter nach Florida, hier ungefähr. Ne? Das ist North Carolina und wir sind hier im westlichen Zipfel von North Carolina, da wohnen wir. Wir möchten das Ganze ein bisschen interaktiv machen, dieses Webinar, deswegen bitte schreibt mal in eure Chatbox rein, woher ihr euch denn zuschaltet. Na, das bricht so oft ein bisschen das Eis, wie immer. Ihr kennt das aus Webinaren vielleicht, aber damit ich nicht immer nur an eine Wand schreibe, schreibt ihr doch mal bitte kurz zurück, woher ihr euch zuschaltet, damit wir hier ein bisschen ins Gespräch kommen und ihr euch an die Webinarplattform auch technisch gewöhnt. Jetzt sehe ich hier, da kommt schon was. Berlin haben wir. Was haben wir noch? Aus der Schweiz, aus Sontra in Deutschland, Nordhessen, Schliersee, Bayern, Niederbayern, Peine, nochmal Bayern. Ah, das ist schön. Sachsen haben wir dabei. Wen haben wir noch? Frankfurt sehe ich hier gerade. Rosenheim, Nordrhein-Westfalen. Liebe Grüße aus Bremen. Ja, super. Es ist ja wirklich der ganze deutschsprachige Raum zumindest scheint gut vertreten zu sein. Klasse. Vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Ich freue mich, dass ihr hier interaktiv mit mir kommuniziert. Also, es geht darum, es geht im Prinzip beim AR-Trading. Ich fange mal anders an. Ich erkläre mal erstmal das Handelssystem, das wir uns heute anschauen. Also die Strategie, um die es geht. Ja, ihr kennt vielleicht, habt ihr schon mal davon gehört, das Turtles Trading. Die Turtles waren in den 70er Jahren eine Tradergruppe in Chicago. Die haben anhand der Donchian-Kanäle eigentlich ein sehr relativ simples Trading-System genommen und wurden dadurch, hatten Kapital von einem Mentor namens Richard Dennis und damals Riesenstar in der Trading-Szene im Futures-Markt von Chicago. Und der hatte denen das im Prinzip beigebracht. Das waren auch totale Neulinge teilweise. Und ja, die wurden im Prinzip dann innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten zu Millionären. Unverhofft, kommt oft, hoffentlich, genau. Und diese Strategie, die ist bekannt. Seit zwei Jahrzehnten ist sie auch quasi an die Öffentlichkeit getreten. Und um die geht es hier. Also es geht hier um zwei Donchian-Kanäle grundsätzlich. Es geht um zwei Kanäle. Ich habe hier einen inneren, und dann also einen kürzer laufenden und einen größer und einen schneller laufenden. Ja, die sind jetzt hier, warte, die sind jetzt hier, glaube ich, gar nicht richtig eingezeichnet. Also es sind nicht die richtige Periodik hier im Chart. Das ist ein 590er und der kurze ist ein 60er. Das ist nicht so, wie es jetzt hier eingestellt ist, wenn ich es richtig weiß. Aber also hier von den Trades, die hier eingezeichnet sind. Aber der Grundsatz geht folgendermaßen. Also es gibt eine übergeordnete Strategie, die nennt sich S2, System 2. Die sollte wirklich jeden Trend abfischen. Ganz einfache Regeln, wenn diese äußere grüne Linie nach oben durchstoßen wird, dann wird ein Long Deal gemacht und er wird so lange gehalten, bis die untere Linie des kürzeren Donchians nach unten durchbrochen wird. Ja, Punkt. Also ein S2-Deal, der hier eröffnet wurde, wäre dann hier geschlossen worden. Also wie gesagt, das ist nicht korrekt. Also die Periodik stimmt nicht ganz, deswegen sieht man, die Deals, die hier jetzt eingetragen sind, die passen eben nicht zu den Kanälen, aber vom Prinzip her. Ne? Und da gab es eine kürze, also die Standardeinstellungen dazu waren im Tageschart 55 Tage hoch und 55 Tage tief, an dem ging man long oder short und am 20 Tages tief schloss man die Long-Position und am 20 Tages hoch schloss man die Short-Position. Okay, das war die grundsätzliche, die einfachste Strategie. Und dann haben die Turtles aber versucht, noch schneller in den Deal reinzukommen und haben nochmal eine Verachtelung gemacht, haben diesen 20er Donchian genommen und da nochmal einen 10er hinzugefügt. Und im Prinzip die gleichen Regeln. Beim 20er Ausbruch nach oben ging man long und beim 10er hat man diese Long-Position glattgestellt. Umgekehrt genauso, short. Beim 20er, beim unteren 20er ging man short und hat beim oberen 10er dann entsprechend glattgestellt.
Da gab es jetzt aber noch eine Zusatzregel. Und zwar durfte dieser S1, hieß der dann, System 1-Deal, nur dann gemacht werden, wenn der vorherige Deal im S1-System, wenn der ein Verlust war. Und zwar unabhängig davon, ob man denn jetzt gehandelt hat oder nicht, sondern rein von der Theorie her, vom Chartablauf, wenn es da ein Signal gab, das in den vollen Stop-Loss gelaufen ist, dann durfte dieser nächste Deal gehandelt werden. Na, das die Idee ist, dann lag ja wahrscheinlich ein Seitwärtstrend vor und Ausbrüche aus Seitwärtstrends sind eben in der Regel stärker und vielversprechender als andere. Und damit ist man schneller in den Markt gekommen durch diese kürzerfristigen Donchian-Kanäle, aber eben mit Filter, man hat dann wirklich nicht jeden Deal gehandelt. Wenn man einen guten Ausbruch aufgrund dieses Filters verpasst hatte, war man dann aber spätestens in dem S2, in dem äußeren Donchian-Kanal dabei. Ja? Und genau das haben wir programmiert. Lässt sich ja vollautomatisch komplett, ja, ist ja genau definiert, um was es geht, wann man genau handelt, egal ob jetzt gerade CPI-Daten rauskommen oder NFPs oder was auch immer, oder die EZB ihre Zinsen erhöht, was auch immer passiert, das sind die Regeln. Und wir interessieren uns im Prinzip überhaupt nicht für alles andere. Ja? Gut. Stop-Management übrigens, das Zweifache vom Average True Range hier ist das Volatilitätsmaß, der zweifache Wert wurde auf den Einstiegskurs draufgeschlagen hier von einem Short und da wäre dann der Stop-Loss gewesen, der ursprüngliche Stop-Loss und dadurch konnte man dann natürlich auch die Lot-Size ermitteln, weil ja dann ein sauberes Stop-Loss vorlag und wir entsprechend ein Kursrisiko hatten auf dessen Basis wir die Lot Size berechnen können, um regelmäßig 1 oder 2% pro Deal zu riskieren, maximal. Okay, das war die Strategie und das ist auch heute noch, bloß heute handeln wir sie eben mittels eines EAs, können wir sie automatisieren. Damals hatten die alle Trades, die waren rein auf dem Tageschart übrigens unterwegs, hatten sich morgens dann den Vortag, die Vortagesschlusskurse angeschaut, lag da ein Signal vor, dann haben sie zum Eröffnungskurs eine Order erteilt. Genau, und das macht jetzt hier alles der EA komplett automatisch. Und das Schöne daran ist, dadurch können wir das System backtesten. Ja? Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, also im Prinzip zu dem Stand, wo ich jetzt gerade stehe, hier beim Euro-Yen. Ja, ich arbeite im Prinzip Stück für Stück verschiedene Assets durch und aktuell kümmere ich mich um den Euro-Yen. Wer im August schon mal mit dabei war beim Webinar, wo es um die vorherigen Setups ging, da ging es um Pfund-Yen, da ging es um DAX, da ging es um das Gold, XAU-USD und genau. Und jetzt bin ich zwischenzeitlich beim Euro-Yen angelangt und untersuche den auf statistischen Vorteil mittels dieses Systems. Und wie genau gehe ich da vor? Also, wir haben das ist übrigens der MT5, ja, im MT5 gibt es einen Strategietester, wie auch im MT4 übrigens, und den haben wir hier eingestellt und ich teste hier munter hin und her. Mein erster Test, den ich immer mache und um festzustellen, ob es hier irgendwo einen Bereich in den Eingaben des EAs gibt, also in den Parametern des EAs, also zum Beispiel in dieser Einstiegsperiodik S2 für den Donchian-Kanal oder S1 für den S1-Donchian-Kanal, da kann man hier wunderbare Optimierungen laufen lassen. Ja, und Optimierung heißt im Prinzip nichts anderes als wir können nicht hier, also hier kann man den einschalten und dann kann man hier zum Beispiel schauen, ich will mir die Einstiegsperiodik S1 anschauen, jetzt nicht nur hier mit 70 Perioden, sondern angefangen mit 20 Perioden in 10er Schritten hochgezählt auf hier zum Beispiel 475 Perioden.
Genau, als Maximalwert. Und dann zeigt uns der MT5 auch noch an, dass das 46 Schritte sind. Und das kann man dann hier mit anderen Eingabeparametern entsprechend kombinieren. Und ich gehe folgendermaßen vor, dass ich alle sinnvollen Variablen hier gleichzeitig optimieren. Hier Einstiegsperiodik S2, Ausstiegsperiodik, vielleicht noch hier ein paar Filter, die wir hier drin haben, zusätzlich oder weitere Kriterien. Hier dieses Stop-Loss und wie auch immer. Wir haben auch noch Take-Profit mit drin, den ATR können wir einstellen. Eine ganze Menge Sachen, auch Pyramidierung übrigens ist möglich. Das haben die Turtles auch gemacht. Die haben bis zu 4 Pyramiden-Deals auf diesen Original-Deal draufgesetzt. Das können wir hier alles gleichzeitig im Prinzip testen und mit verschiedenen Kombinationen ausführen lassen, Schritt für Schritt. Und dann haben wir aber das Problem, dass es 10.000, vielleicht 100.000 verschiedene Kombinationen sind. Und wenn wir so einen Optimierungstest laufen lassen, dann dauert der Ewigkeiten. Ja, dann ist der wochenlang am Rechnen. Und ja, die Zeit können wir uns eigentlich sparen. Die haben wir vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch nicht die Rechenpower, wie auch immer. Deswegen gehe ich immer gerne ich priorisiere die verschiedenen, hier die Eingaben in verschiedene Stufen, in verschiedene Prioritätsblöcke sozusagen. Und für mich der wichtigste ist erstmal in dieser Strategie, deswegen ist auch immer wichtig, EAs, wenn ihr EAs kauft oder mietet, immer nur solche EAs kaufen oder mieten, wo ihr wirklich die Strategie versteht, die dahinter steckt. Niemals Blackboxes kaufen, okay? Nein, verbiete ich euch. Also, ne, immer nur mit EAs arbeiten, wo ihr die Strategie versteht, die dahinter steckt, okay? Deswegen, um solche Optimierungen Stück für Stück einfach machen zu können. So, für mich der wichtigste Ausschlagpunkt, der wichtigste Faktor ist zu Beginn dieses Äußere, diese S2, die S2-Strategie. Hier mit dem äußeren Bollinger Band, das ich vorher erklärt habe, also das mit der einfachen Regel, ohne Zusatzfilter, ne, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen rein bei Long, also bei Durchstoßen des oberen Bands gehen wir Long, bei Durchstoßen des unteren Bands gehen wir Short. Mit dem kleineren Ausstiegsband dazwischen liegend. Ja, und das hatte ich hier mal optimieren lassen, hier mit vielen verschiedenen Ausprägungen, und das zeige ich euch, was dabei rauskam. Ich habe ein paar, also man bekommt dann, wenn man so eine Optimierung mal durchlaufen hat lassen, gibt es hier ein Optimierungsreport, ja, das ist jetzt ein anderer, nicht von diesem ersten Prio-Block, aber das ist ein anderer, aber so sieht es grundsätzlich aus, ja, also man sieht, welche Durchlaufnummer, also die Ordnungsnummer quasi des Durchlaufs, wie viel Gewinn der gemacht hat, wie viel Trades der gemacht hat, was dann daraus, wo das erwartete Ergebnis ist. Auch den Drawdown kann man sehen, der ist natürlich ganz wichtig. Jetzt hier, ich lasse mir dann das Sharpe Ratio noch anzeigen, weil ich immer gerne ein risikoadjustiertes Gewinnmaß habe. Dazu dient das Sharpe Ratio gleich auch automatisch. Und dann hier die Ausprägungen, die dadurch getestet wurden, werden jetzt hiermit angezeigt. Hier, das war jetzt ein Optimierungstest übers SL, ATR-Multiple, also das Standard wäre das Zweifache vom ATR, vom 15er ATR. Und jetzt hier hat man mal probiert, wie ist das 3,5-fache vom 15er ATR oder das 1,5-fache vom 45er ATR, wie reagiert da der Gewinn oder die Dealanzahl auf entsprechend Veränderungen hier. Ja. Zeige ich euch auch noch. Und dann picke ich mir aus dieser Liste aus Optimierungsergebnissen einige raus, so die ja von den Ergebnissen her ansprechend sind, aber die von den Kombinationsmöglichkeiten auch einigermaßen unterschiedlich sind, damit ich einen guten Eindruck bekomme. Und da gehen wir hier mal auf die Prio 1, hier in meiner Übersicht. Dieses Sheet übrigens nennt sich Dirk-Sheet, dieses
weil das unser Dirk Pelzer hat es programmiert, unser Team-Member, Mindful FX-Mitglied, Dirk Pelzer, genau, der, genau, der, ja, das, dieses Sheet ist für alle EA Trader School Mitglieder gedacht, aber ihr könnt schon mal einen Einblick sehen. Und da habe ich mir hier jetzt entsprechende, also 1P steht für erste Priorität und dann die Durchlaufsnummer notiere ich mir hier dazu. Ja, also die 1P51 zum Beispiel fand ich interessant mal zu untersuchen und hier noch ein paar andere, ne, die hier entsprechend nummeriert sind. Und gucken wir uns mal an. Also diese 1P51 zum Beispiel, das ist der allererste. Den schaue ich mir dann im Detail an. Der gibt ja dann einen, den kann ich ja dann, den kann ich hier dann, hier bin ich zum Beispiel, das, den kann ich dann übernehmen, hier zum Beispiel mit Rechtsklick, das ist jetzt der nicht, aber wenn der jetzt in der Liste wäre, und kann dann hier einen einzelnen Test starten. Und dann wird es entsprechend, entsprechend den Einstellungen hier, Optimierung mache ich erstmal immer über ein Jahr grundsätzlich, zumindest wenn ich H1-Setups teste, gibt mir ein Jahr in der Regel eine gute Dealanzahl. Manchmal muss ich auch auf 2 Jahre gehen oder sowas. Und dann komme ich hier, also hatte ich hier das letzte Jahr mal getestet, hatte es vor ein paar Tagen angefangen, deswegen ist der 6.10. drin und nicht der 13.10. Genau, also es ist 21 bis 22 und dann kann hier entsprechend, können hier diese Ergebnisse, können hier entsprechend mit Einzeltests starten. Dann läuft hier sofort ein Einzeltest durch, ja, ein paar Sekunden dauert er dann und alles gut. Und diese, und die haben dann einen Backtest-Report, einen Strategietest-Bericht, den speichere ich mir dann immer ab, damit ich mir den im Nachhinein nochmal anschauen kann, ja. So, und dann gucken wir mal an, okay, ja, war ja zu erwarten, das ist ein gutes Setup, dass der Kontostand von links unten nach rechts oben geht. Okay, ist keine Kunst. Wir haben optimiert über einen Zeitraum, der war das letzte Jahr. Und dann haben wir einen der besten Setups genommen und haben den jetzt einzeln getestet. Und dann ist natürlich nicht verwunderlich, dass entsprechend eine tolle Kontostandskurve rauskommt. Okay, 40% Gewinn circa. Toll, ja. Alles gut in einem Jahr. Nur ist natürlich jetzt die Frage, ist das robust? Was meine ich damit? Ist das, also die größte Falle im Trading besteht darin, das zeige ich euch mal kurz als kleinen, als mein Picasso, ja, ich habe mein erster und einziger Versuch in die Comic-Strip-Welt als Zeichner zu gehen. Also der Backtest sieht immer super aus und dann kommt, und dann schlägt ein, wenn man auf diesen Backtest sich verlässt und sagt, ah, das ist ja klasse, und so geht es auch für immer weiter, dann schlägt einem in der Regel der Markt auf die 12 und die Realität sieht dann so aus, okay? Ab dem Ende des Backtests, okay? Und das haben wir mal Picasso-Problem getauft, dieses Problem, weil als ich diesen Comic-Strip hier zum allerersten Mal vorgeführt habe meinem Publikum, dann hat einer so nett gesagt, ja, es sieht aus wie ein Picasso, wahrscheinlich mit einem kleinen Zwinkern in den Augen. Und seitdem heißt das Ganze, dieses Thema einfach Picasso-Problem. Damit beschreibe ich diese Problematik, dass der Backtest in der Regel immer toll aussieht und die Realität dann aber immer nicht das hält, was der Backtest versprochen hat. Okay? Und das muss aber so nicht sein, ne? Nur das ist eben die größte Falle, in die man reintreten kann. Die bekannteste, die größte, die wahrscheinlichste, in die jeder reintritt. Okay? Und wo sind wir? Hier sind wir. Genau. Und jetzt haben wir hier eben diesen Strategietesterbericht, der einen tollen Backtest zeigt. Und jetzt, woher wissen wir, ob es sich jetzt hier um ein Picasso-Problem handelt oder nicht? Oder ob das hier gute Chancen hat auf Erfolg in der Zukunft? Und da, um das rauszufinden, müssen wir die Robustheit dieses Systems kennenlernen. Ja, also wie robust heißt eben, wie wahrscheinlich ist es, dass es in Zukunft auch weiterhin funktioniert, zumindest noch mal ein paar Jahre lang. Ja, dass es auf alle Ewigkeit funktioniert, ja, wahrscheinlich nicht, weil dazu tut sich einfach am Markt viel zu viel, aber es soll der Anspruch, mein Anspruch ist in der Regel, wenn ich mir die Arbeit hier mache, Stück für Stück ein Setup zu entwickeln, ja, da stecke ich mehrere Tage, mehrere Wochen manchmal rein, dann soll das auch jahrelang erstmal funktionieren.
zumindest, also sagen wir ein, zwei Jahre Minimum, ja, damit sich die Arbeit überhaupt lohnt. Gut, und was mache ich da, um die Robustheit zu testen? Das Allerwichtigste ist, dieses Setup, das ich ja jetzt hier über die letzten 12 Monate entwickelt habe, das zu testen, wie es in anderen Zeiträumen funktioniert hat. Genau, das ist der sogenannte Out-of-Sample-Test. Ja, wir haben eine Grundgesamtheit, wir haben zum Beispiel, sagen wir mal, Daten der letzten 10 Jahre oder mehr zur Verfügung, ich sag mal 10 Jahre als Rechenbeispiel, und daraus nehmen wir uns eine Stichprobe. Ja, die Stichprobe heißt In-Sample auf Englisch. In-Sample heißt Stichprobe, Stichprobe der Grundgesamtheit. Und mit dieser Stichprobe, also diesen Daten vom 6.10.21 bis 6.10.22, habe ich optimiert. Und jetzt gehe ich auf Out-of-Sample, auf den Rest der zur Verfügung stehenden Daten, 6.10.2012 bis 6.10.2021. Ja, in diesem Zeitraum, der steht mir zur Verfügung, datenmäßig, in guter Qualität, aber mit dem habe ich nicht optimiert. Und da gucke ich jetzt, was hätte dieses Modell, das ich hier jetzt so entwickelt hatte, was hätte das gebracht innerhalb dieses Zeitraums? Okay? Dieses Out-of-Sample-Zeitraums, also außerhalb der Stichprobe liegenden Zeitraums. So, also gleiches Setup. Das war die Standardeinstellung hier, war erstmal mit 100-100 für S1 gewählt, für die Donchian-Perioden. Und jetzt dieses Setup hatte S2. Donchian von 65 und S2 Ausstiegs-Donchian von 30. Okay. Und das war jetzt außerhalb dieser Optimierungsperiode, hat das dann so ausgesehen. Okay. Also ist jetzt nicht ganz so schlimm wie beim Picasso-Problem. Also zumindest ging es nicht ganz runter. Also das ist schon mal die gute Nachricht, aber das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ja. Es geht zwar mal zwischenzeitlich hier auf 60% Gewinn hoch, aber es bewegt sich im Prinzip nicht vom Fleck, sondern es geht immer nur ein paar Dutzend Prozent nach oben und kommt dann wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Okay? Ist nicht wirklich prickelnd. Damit sollten wir das eigentlich verwerfen, ja, weil es keine Validität hat, keine statistischen Vorteile langfristig. Scheint keinen Nachteil zu haben, aber es hat auf jeden Fall auch keinen Vorteil. Also, können wir damit anfangen? Wir schauen uns weitere Setups an und da gehen wir eben Stück für Stück vor. Und dann kamen wir irgendwann zu diesem 592er Setup mit Einstiegsperioden S2 475 Perioden für den Donchian-Kanal, für den S2-Ausstieg 130 Perioden. Das ist übrigens alles auf dem H1-Chart gerechnet. Und dann kam. Wir sehen hier, der Gewinn von dieser Strategie mit 3.000 Euro war in-Sample schlechter als zum Beispiel dieser erste mit 4.600, aber der Profit-Faktor war besser und jetzt der Out-of-Sample-Test war mit 8.000 Euro deutlich besser als der vorher. Okay? Das ist schon mal eine super Nachricht. Allerdings auch dieser Out-of-Sample-Bericht, ich rufe den hier nochmal auf, kommen dann gleich dazu, hat einen Profit-Faktor von nur in Anführungsstrichen 1,16 und hat auch einen Drawdown im Prozent jetzt plötzlich noch von 29%, wo wir vorher nur 14 hatten in Sample. Das ist einigermaßen natürlich, dass Out-of-Sample der Drawdown höher ist als in Sample. Das können wir wahrscheinlich nicht vermeiden, weil In-Sample eben, weil wir da optimiert haben. Ja, das heißt, das wird immer so der Fall sein. Deswegen ist es auch so wichtig, Out-of-Sample mit einigermaßen langen Daten zu testen. Und jetzt, wie sieht die Equity-Kurve aus? Die Equity-Kurve sieht so aus. Also es sieht schon mal besser aus als vorher. Okay, das hier war Out-of-Sample. Jetzt haben wir das hier Out-of-Sample. Aber es sieht irgendwo noch zu ähnlich aus wie dieser hier, ja. Also wir hatten hier zwar einmal so einen Schub nach oben um 60%, den der EA dann halten konnte in diesem Setup,
Aber seitdem laufen wir seitwärts. Und das werden wahrscheinlich von diesen 9 Jahren, die wir getestet haben, sind es sicherlich 7 oder 6 Jahre. So lange will wahrscheinlich niemand von euch auf eine neue Gewinnphase warten. Ja, also insgesamt positiv, insbesondere in Kombination mit dem letzten Jahr, das wir hier noch gespeichert hatten. Da hatten wir ja hier 3.000 Euro, also insgesamt schon positiv, alles gut, aber noch nicht wirklich zufriedenstellend, würde ich sagen. Ja, so, hier haben wir hier war die In-Sample-Kurve. Ja, man sieht also die Logik dieses Modells, dieser Strategie entspricht auch übrigens komplett, wie es die Turtles berichtet haben. Also es gibt immer mal wieder einen super guten Deal mit viel, viel Gewinn und dann viele, viele kleine Verlustdeals. Also Trefferquote unter aller Kanone, ja, hier Trefferquote, wo haben wir sie? Hier insgesamt, wo ist denn sie insgesamt? Ich sehe jetzt gerade nur Sell und ich denke, das hier ist die gesamte, der gewonnene Trades 12 von 44 Trades, genau, das ist die 27 ist die Trefferquote. Das ist die Trefferquote, genau. Die Verlustquote, genau, also die Verluste dazu, genau. Ja, danke, Markus. Genau. Also ein typischer Trendfolger auch irgendwo, ja. Also relativ niedrige Gewinntrefferquote, die aber deutlich ausreicht, um Gewinn zu machen jetzt hier. Okay. Aber wie gesagt, das ist uns auch noch nicht wirklich zufriedenstellend, auch wenn natürlich ein saftiger Gewinn am Ende dasteht, ja. Bloß in der Praxis, und die Praxis geht es immer auch um Psychologie, so ein Setup haltet ihr nie so lange durch. Keine 6, 7 Jahre lang. Verspreche ich euch. Okay. Also, schon mal ganz gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Kommen wir zum nächsten Prioritätsblock. Arg viel besser ging es hier jetzt nicht innerhalb dieses ersten Prioritätsblocks. Und der zweite Prioritätsblock, den ich dann festgelegt habe, war die Einstiegsperiodik. S1 und Ausstiegsperiodik S1. Ja, also wir haben jetzt hier 475,30 im S2-System und jetzt geht es um die Einstiegsperiodik 1. Ihr seht jetzt hier übrigens schon das Ergebnis, was hier als Bestes rauskam, aber ich zeige euch noch ein paar Schritte, die dazwischen liegen. Hier, also wir hatten mit 100 gestartet. Ja, das war ja hier das Beste. Das sehen wir jetzt hier gerade nicht, aber das war die Basiseinstellung, war mit 100 für S1. Und jetzt haben wir ein paar andere zum Vergleich. Und ich da auch wieder bin ich Stück für Stück vorgegangen. Ja, erstmal natürlich den Besten genommen, hier die beste Iteration, die rauskam bei dieser neuen Optimierung. Und die hatte auch einen wunderbaren Gewinn von 5.300, aber out of sample hat sie sogar negativ performt über diese neun Jahre, ja. Also weiter geguckt. Und dann bin ich auf diese hier gestoßen. 2P281, die eben diese Donchian Einstiegs- und Ausstiegsperioden von 70 haben. Und die sieht schon mal wirklich ganz gut aus. Also In-Sample, ich lade gleich mal beides, weil es ein paar Sekunden braucht, um diese Berichte zu laden. Dann lade ich sie gleich und schauen wir uns kurz mal an. Also wir haben 5.300 Gewinn, 53% auf 10.000 Kapital, einen maximalen Drawdown von 12%. Okay, das wäre mir persönlich noch ein bisschen zu viel, aber man kann ja wir rechnen hier jetzt alles mit 1% Deal-Einsatz. 1% vom Equity wird pro Deal eingesetzt. Okay, kann man dann entsprechend reduzieren. Ich mag es so, wenn der Drawdown eines Systems so um die 5-6% maximal liegt, langfristig. Also müssten wir hier schon mal auf jeden Fall reduzieren. Kein Problem. Ja, dann kommt halt weniger Gewinn raus, aber dafür ist es stabiler. Und dann haben wir auch out of sample gerechnet und da blieb dann nochmal deutlich was hängen. Profit Faktor ist deutlich geringer. Das ist die Einschränkung. Auch der Drawdown ist deutlich höher, fast, so, das wäre so ungefähr das 2,5- bis 3-fache, ist mir auch tendenziell ein bisschen zu viel, aber wie gesagt, das bringt uns in die richtige Richtung. Das möchte ich euch noch, genau, jetzt gucken wir uns mal die beiden Equity-Kurven an, ja, das sieht hier schon deutlich netter gleich verteilt aus, auch kürzere Verlustphasen jeweils immer als vorher und out of sample sieht das Ganze dann so aus. Okay, also zumindest
wahrgenommen, bildlich wahrgenommen, geht es schon mal von links unten nach rechts oben. Allerdings immer mal wieder mit diesen längeren Drawdown-Phasen. Die sind jetzt allerdings kürzer als vorher. Ja, wir hatten hier vorhin ungefähr von diesem Zeitpunkt, also die letzten 2/3 bis 3/4 waren seitwärts und jetzt laufen wir im Prinzip, ja, seit wann laufen wir seitwärts? Im Prinzip seit der Hälfte hier ungefähr, seit der Hälfte der Deals. Wobei wir zwischenzeitlich, und das ist das Positive dran, neue Höchststände erreicht hätten in der Equity-Kurve. Ja, hier gilt quasi das Dow-Trendsystem. Wir brauchen höhere Hochs und höhere Tiefs in einer solchen Equity-Kurve. Deswegen, genau, sind wir da eigentlich schon mal ganz gut unterwegs, wobei dieses Tief ist mir fast ein bisschen zu tief. Das ist auch eben eine längere Drawdown-Methode. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, hier, ich bin noch nicht so weit, um euch quasi ein fertiges Setup vorzustellen, sondern das ist Work in Progress. Also ihr wirklich Algo-Handelspraxis aus dem Alltag. Ja, deswegen hoffe ich, dass das auch für euch wirklich wertvoll ist, hier, wenn ich hier euch aus dem Nähkästchen ganz ehrlich verwundbar erzählen kann. Ja, sieht gut aus, grundsätzlich geht in die richtige Richtung. Und jetzt möchte ich euch hier noch eine weitere Robustheitsuntersuchung zeigen, die wir hier hinten berechnen. Und zwar ist das der sogenannte T-Wert und der sogenannte P-Wert. Das ist aus der Statistik einer Zahlenreihe, kann man berechnen, wie groß ihre Standardabweichung ist, wie groß ihr Erwartungswert ist und wie viele Datenpunkte verfügbar sind. Und daraus berechnet man einen sogenannten T-Wert. Und diesen T-Wert, der lässt sich über eine Statistiktabelle, ja, die eben aus der Standardnormalverteilung genommen wird, aus der lässt sich eine Wahrscheinlichkeit ableiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Zahlenreihe, die wir hier haben, die hier uns vorliegt, dass die rein zufällig ist? Okay? Dass die rein zufällig ist. Wir wollen ja nichts Zufälliges. Wir wollen was mit statistischer Signifikanz. Ja? Das heißt, diese Zufallszahlen, dieser P-Wert, das ist dieser P-Wert, der sagt uns die Zufallswahrscheinlichkeit an. Der muss möglichst gering sein. Also ich sag mal, möglichst im niedrigen einstelligen Bereich. Aber wenn das nicht möglich ist, dann zumindest so, ja, unter 20% auf jeden Fall. Am besten unter 10 und wenn möglich eben im niedrigen einstelligen Bereich, so zwischen 0% und 5%. Genau, und jetzt sehen wir hier, diese In-Sample hatte 6,94%, also einen wirklich schönen, einigermaßen schöner, niedriger Wert. Der Out-of-Sample liegt auch noch relativ gut. Das ist der niedrigste Wert, den ich hier bisher von allen P-Werten hatte, die wir von allen Iterationen, von den Out-of-Sample-Iterationen. Deswegen weiß ich, das geht in die richtige Richtung. Okay? Es ist noch nicht da, wo es sein soll, aber es geht in die richtige Richtung. So, und dann weitere Prioritätsblöcke festgelegt, Stück für Stück. Und der nächste Prio-Block wäre zum Beispiel hier das Filtermanagement. Hier kann ich noch weitere Filter einstellen. Gehe ich jetzt nicht im Detail dazu ein, weil die Zeit im Prinzip schon viel zu weit fortgeschritten ist. Und dann weitere Prioritätsblöcke wären zum Beispiel, mit welchem Stop-Loss-Abstand wir arbeiten hier. Ja, mit welchem Multiple des ATR für den Stop-Loss und mit welcher Periode der ATR berechnet wird. Man könnte dann auch noch weitere Prioritätsblöcke machen mit Take Profit, mit Trailing Stop, zwei verschiedene Trailing Stops hier sogar. Auch die Pyramidierung könnte man noch dazu nehmen und Handelszeiten hier auch noch. Wir sehen ja hier zum Beispiel in der Backtest Statistik, sehen wir hier zum Beispiel, wann die guten Gewinne und Verluste stattfanden, ja, mit welcher welche Einstiegsuhrzeit hier gewählt wurde. Das könnte man zum Beispiel dann noch weiter untersuchen. Also da lohnen sich noch wirklich weitere Iterationen sozusagen, weitere Prioritätsblöcke Stück für Stück durchzuarbeiten. Ja, genau. Und da, also ihr seht im Prinzip da jetzt, wo ich bin. Ich habe nochmal das Multiple, also hier das Deal Management habe ich schon mal nochmal getestet und diese Prio-Blöcke hier. Und da bin ich allerdings
noch nicht. Das ist hier meine Prio 3 und meine Prio 4 Blöcke. Da bin ich allerdings noch nicht zu guten Ergebnissen gekommen, die jetzt besser wären als das, was sich bisher in Prio 2 mit den Einstiegsperioden S1 und Prio 1 mit den Einstiegsperioden S2, Ein- und Ausstiegsperioden aus dem Donnersternkanal 2, sich ergeben hätten. Ja, also wir sind ja auf einem guten Weg, allerdings noch nicht da, wo meinem Anspruch nach wir sein sollten. Okay? So, damit dieser Teil des Vortrags abgeschlossen. Jetzt möchte ich kurz euch noch zeigen, wo wir stehen mit den Setups, die wir im August durchgegangen hatten, durchgekaut hatten und die wirklich auch einen zufriedenstellenden Zustand hatten. Das war eben ein Fundien-Setup, das war ein Gold-Setup und ein DAX-Setup hier. Die laufen hier gerade auf einem Demokonto, testweise. Diese Setups laufen hier auf einem Demokonto und die vergleichen wir entsprechend mit den theoretisch seit dem entstandenen Backtest-Ergebnissen. Ja? Und das ist so ungefähr seit dem 10.8. Und wir laufen, also was haben wir hier bisher erreicht? Wir haben hier zum Beispiel gab es einen Buy-Deal im Fundien, der ganz gut war, gleichen Gewinn hatte. Und jetzt aus der hier, was sich hier herausgestellt hat allerdings, ist, dass der Live-Betrieb noch nicht hundertprozentig mit den Backtests auseinander sich abgleicht. Ja? Hier haben wir mal den Backtest aus dem Fundien der letzten 2 Monate. Beziehungsweise, der ist sogar einigermaßen gleich. Na, genau, das ist dieser Deal hier, der hier gemacht wurde, der einen leichten Gewinn gebracht hat. Okay, auch im Backtest. Also hier passt alles. Dann, das heißt, hier auch schon mal ganz wichtig, ja, es geht hier darum, da haben wir ja schon viele Robustheitstests gemacht und es geht jetzt darum, nicht diese Realität zu sehen, sondern dass sich die Realität so ein bisschen an den Backtest anlehnt. Ja, dieses Setup jetzt im Fundien, das hat nicht viele Signale. Das heißt, da müssen wir entsprechend lange warten, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, bis wir da wirklich aussagekräftige Demokonto-Ergebnisse haben. Und auch das wieder ein Grund, wie vorher gesagt, niemals denken, dass das schnell geht, diese Entwicklung von Setups. Ja, sondern da muss man sich wirklich die notwendige Zeit nehmen. Also das ist Fundien, das sieht schon mal ganz gut aus und vielversprechend. Und ja, als würde es das halten, was es verspricht. Ja, dann hatten wir Gold. Da müssen wir mal ich gehe mal hier auf den aktuellen Spread. Dann lassen wir drin mal laufen. Da müssen wir hier noch ein anderes Setup. Das Gold-Setup war ein bisschen anders. Das Gold-Setup müssen wir mal holen. Hier. Das Gold-Setup hatte hier auch bisher einen Deal gemacht, der leicht in den Gewinn lauern konnte. Hier einen Sell-Deal am 15.09. Der in seinen Trailing-Stop gelaufen ist übrigens, ja, hier Trailing, 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 Trailing und dann läuft dieser Sell-Deal hier in den Stop-Loss, aber in den getrailten Stop-Loss, ja, okay, und dann das Gleiche auch nochmal, machen wir jetzt für den DAX, das ist übrigens im DAX war es übrigens ein antizyklisches Setup, also da würden wir die Ausbrüche nach oben würden wir Short handeln und die Ausbrüche nach unten würden wir Long handeln. Auch ganz interessant. Hätte ich eben zum Beispiel vor diesen Testreihen nie gedacht, dass im DAX eigentlich einem schön trendigen Symbol, dass da etwas rauskommt, was gegentrend, antizyklisch positiv sein könnte. Aber ist so. Ja, und hier hat man auch schon einige mehr Deals.
Und die sind, ja, waren auch im Unterstrich leicht positiv. Jetzt die letzten paar waren negativ, aber unterm Strich hatten wir hier eine positive, ja, erstmal Entwicklung zu verzeichnen. Also, da sind wir mit diesen Setups, die wir im August veröffentlicht hatten im Webinar, da liegt man ganz gut im Rennen, denke ich. Und da kann es gut sein, dass wir hier Setups gefunden haben, die dieses Picasso-Problem erfolgreich umschifft haben. Genau, und das sollte dann, wenn sowas passiert, sollte das dann im Prinzip im Endeffekt einmal so aussehen. Ihr habt eine positive Backtest-Kurve und die Echtgeldkurve sieht entsprechend aus, hier mit Excel simuliert. Und auch hier nochmal einfach, damit ihr euch das einprägt. Ja, das ist quasi das Gegenteil zum Picasso-Problem. Der Backtest sieht so aus, toll, und dann muss entsprechend die Echtgeldkurve muss ihm folgen. Und wenn ihr so vorgeht wie gezeigt, mal ansatzweise gezeigt, da gehören noch viele, viele mehr Details dazu, dann schafft ihr das auch. Dann kommen wir über die Robustheitstests und eben ausführliche Tests, testen, kommen wir zu solchen Ergebnissen, die entsprechende Echtgeldkurven haben. Bei mir, also ich mache das auf einem Konto bei JFD im Live-Handel, also die sich wirklich am Ende qualifizieren, die Setups, die kommen auf ein Echtgeldkonto, nachdem sie auch erstmal getestet wurden auf im Demokonto-Dauerlauf. Und dann habe ich hier mal diese Vollautomaten in einen, also auf 1.000 Euro Konto-Startguthaben indexiert seit April, seitdem ich das verfolge. Und ja, komme ich entsprechend auf diese Equity-Kurve, die auch, also meinem Echtgeldhandel entspricht. Also, und das sind so ungefähr, ich glaube, es sind 0,8% pro Monat. Mein Ziel ist es, auf 1-2% zu kommen. Und dazu muss ich eben Stück für Stück weitere Setups entwickeln. Auch ganz wichtig, es geht nicht darum, ein einziges Setup zu entwickeln, das euch reich macht. Ja, das ist hier, das ist die verlockende Backtest-Kurve. Wenn ihr nur der folgt, dann werdet ihr arm dadurch, weil ihr euch denkt, dieses eine Setup macht mich reich, okay? Niemals, sondern es geht darum, robuste Setups zu finden, die vielleicht 0,25% im Monat bringen, pro Setup, ja? Und dann ein Portfolio aus EAs und EA-Setups über verschiedene Assets, über verschiedene Timeframes und verschiedene Einstellungskombinationen, das Ganze so zu gestalten, dass ihr entsprechend vielleicht 10, 20 am Ende Setups habt, die parallel laufen können und die dann eben diese 1-2% im Monat, 10, 20, vielleicht geht es in Richtung 30% pro Jahr Ertrag bringen können. Schön mit wenig Drawdown, da ist, glaube ich, Markus auch ein großer Verfechter davon. Haltet euren Drawdown gering, das ist das Allerwichtigste, um langfristig dabei sein zu können und entsprechende Gewinne zu machen für euch. Deswegen liegen die konstanten Gewinne eben nicht nur im Testen, nicht nur im EA, nicht nur ja in diesem einen Testergebnis, in diesem einen Test EA, sondern es geht immer darum, ja, also meine drei Säulen sind die Psychologie, ich muss mich selber kennen, welche Setups kann ich selber lange durchhalten, ja, welche Drawdowns zum Beispiel kann ich durchhalten, mit welcher Einstellung gehe ich überhaupt dran, welche Gewinnziele habe ich, das ist die Psychologie, dazu muss ich mich selber kennen und das ist ein ständiger Prozess, das ist aber auch der eigentliche Wert, der im Trading liegt, ja, sich selber kennenzulernen, dadurch wird man ein besserer Mensch, das ist die eigentliche Chance, die im Trading steckt, vergesst das Geld, vergesst das Geld verdienen, das ist schön, aber das soll Nebensache sein, die eigene persönliche Entwicklung, das ist das wirklich Wertvolle im Trading. Und dann brauche ich auch noch gute Werkzeuge, wie eben EAs, Analyse-Tools und so weiter. Ich brauche eine gute Methodik, da habe ich euch heute gerade Ausschnitte dazu gezeigt, um eben entsprechend aus den Werkzeugen mit meiner Psychologie gute Ergebnisse zu bringen und all das kombiniert, ja, hier in diesem kleinen Fetzen, dieser kleinen Überschlappungszone dieser drei Kreise, da stecken die konstanten Gewinne und das wünsche ich euch, dass euch das auch gelingt, indem ihr da einfach Stück für Stück ganz strategisch vorgeht. So,
Wie versprochen, jetzt noch abschließend einen Ausblick auf ein super spannendes Mega-Event, Mega-EA-Event, das ich EATON getauft habe. Ja, ich habe das ins Leben gerufen, um die ganze Branche im Prinzip mal zusammenzubringen. Also alle, die sich um einerseits professionell um das Thema EAs und Algo-Handel allgemein kümmern, aus professioneller Sicht, aus lehrender Sicht, aus verkäuferischer Sicht, wie auch immer, und natürlich aus eigener Trading-Sicht. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite für alle, die sich eben für das Thema EA-Trading interessieren, die damit Geld verdienen wollen, weil sie vielleicht einen Job haben, bei dem sie tagsüber sein müssen und eben nicht dem Trading folgen können. Ja, das ist da der große Vorteil bei einem EA, dass wir, wenn wir ihn mal entwickelt haben, dann macht er das ganze Trading von allein. Ist wunderbar delegiert und er kann es viel besser als wir sowieso. Ja, also von der Stringenz, sich an Regeln zu halten, Timing und so weiter, da sind EAs einfach unschlagbar. Wir haben viele, viele tolle Redner hier unter anderem in der Mitte. Bin ich sehr stolz darauf, dass wir ihn gewinnen konnten. Den Dr. Alexander Elder, dem Autor des Buchs Alles, was du übers Trading wissen musst, sein, das ist die deutsche Version, die das Original ist, Trading for a Living, ein echter Klassiker, der gleich in den 90er Jahren zum ersten Mal kam. Super geniale Pflichtlektüre eigentlich für jeden Trader. Und Dr. Alexander Elder ist dabei, Dr. Markus Schriek, hier René Balke, David Warne, Thomas Fittner, Markus Gabel, Agatha Janik und der Jens Klatt und noch viele, viele mehr. Und übrigens auch nicht nur diese und weitere, sondern auch Leute, die ihr kennt. Auf jeden Fall den Markus Kleve zum Beispiel. Der ist auch als Redner mit dabei beim EATON und auch der Chris Kämmerer, den ihr aus anderen Webinaren sicherlich auch kennt. Genau. Alle Infos drüber kriegt ihr unter www.eaton.de. Das ist dieser Link hier. Ich stelle den mal eben in den Chat, damit ihr den einfach mal, kann ich den Chat, habe ich nicht. Okay. Müsst ihr euch, rein. Doch. Ich stelle ihn rein kurz. Kann ich hier, ne? Okay. Also, gut. Wenn du ihn reinstellen könntest, wäre klasse. Genau. Das wird weitergeleitet auf meine Webseite. Das ist quasi so eine Schönheitsdomain. Wird weitergeleitet auf meine Webseite mindfulfx.de/EATON. Und da kriegt ihr alle Informationen. Und das Ganze ist vollständig kostenlos. Okay? Ihr könnt kostenlos teilnehmen. Hier klicken, euch die Karte sichern. Das Ganze dauert 18 Tage lang, jeden Abend, aber nicht jetzt den ganzen Tag, jeden Tag, sondern jeden Abend gibt es einen Vortrag oder jeden Spätnachmittag, 17 Uhr geht es jeweils los. Okay, wirklich jeden Tag, auch Samstag, Sonntag übrigens. Also da und jeden Tag kriegt ihr einen super genialen, wertvollen Beitrag von einem dieser Profis. Ja, wer alles dabei ist, geht im Detail hier einfach, könnt ihr es euch alles anschauen. Und genau. Wie gesagt, gibt ein Basisticket kostenlos, quasi die Freikarte für 0 Euro. Die könnt ihr da buchen, hier draufklicken. Und dann gibt es einen VIP-Backstage-Pass für 99 Euro. Und da in dem Zusammenhang jetzt ein kleines Schmankerl noch für euch. Okay, wenn ihr den VIP-Backstage-Pass bucht, was kriegt ihr dafür? Ihr kriegt da eben nicht nur die Hauptsession, also die Speech oder das Interview mit dem jeweiligen Speaker, sondern der Speaker wird dann danach auch noch live für Fragen und Antworten für euch zur Verfügung stehen. Ja, nochmal eine halbe Stunde im Anschluss. Bisher haben alle zugesagt, es ist live. Also ich kann es natürlich dann nicht garantieren, weil Leute werden auch mal krank und so weiter. Aber die meisten werden auf jeden Fall da sein, würde ich sagen. Und es haben auch bisher alle Speakers zugesagt für diese anschließende Live-Fragen- und Antwortenrunde, bei der ihr wirklich alle eure Fragen an den Speaker loswerden könnt. Dann seid ihr eben nicht nur im Livestream dabei auf die exklusive Community, sondern ihr seid auch in der Zoom-Session mit dabei, in dem Raum selber, während der, plattformmäßig einfacher geht's dann gar nicht mehr, seid ihr da dabei, auch schon ab 17 Uhr. Und dann habt ihr nicht nur bis zum 20.11. Zugriff auf die Aufzeichnung, sondern 12 Monate lang
kriegt ihr Zugriff auf die Session-Aufzeichnung, Session, also inklusive der Fragen- und Antworten-Session übrigens. Ne? Das alles bekommt ihr für den Backstage-Pass, übrigens 99 € nur bis zum EATON-Start am 1.11., danach geht er auf 149 hoch. Wenn ihr euch jetzt aber aus diesem Webinar heraus innerhalb der nächsten 48 Stunden für den VIP-Backstage-Pass entscheidet, möchte ich euch das noch ein bisschen versüßen. Ich werde am 1.11. kurz vor dem Kickoff um 17 Uhr, also Kickoff ist um 17 Uhr am 1.11., ich werde um 16 Uhr schon den Zoom-Raum öffnen und dort zeigen meine ganz aktuelle Statistik und werde euch auch Fragen und Antworten, also zur Antwort, für Fragen zur Verfügung stehen, hier in meinem eigenen Portfolio, das sich bisher so entwickelt hat. Dieses bisher sind wir Monat bis heute, sind wir ein bisschen runter. Schauen wir mal, wie sich es bis dahin entwickelt hat, aber ich zeige euch da auf jeden Fall die besten 2, 3 performenden Setups, die ich selber wirklich am Laufen habe im Echtgeldkonto, ganz exklusiv, das sieht sonst niemand, in dieser Session vor der Hauptsession. Also so kurze Einführung, bevor es dann mit großem Trommelwirbel um 17 Uhr losgeht, seid ihr um 16 Uhr schon mal hier mit wirklich ganz exklusivem und wertvollen Content versorgt. Aber nur dann, und das ist auch jetzt wirklich nur hier fürs Webinar, für Webinar-Teilnehmer, wenn ihr jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden, oder rund mal auf, mach mal bis Mitternacht, Samstagabend, okay? Also Samstagabend, Mitternacht, bis dahin müsst ihr buchen und dann kommt ihr auch in die vorherige 16 Uhr Session vor dem offiziellen Kickoff des ganzen Events dazu. Alles klar, jetzt sind wir mit der Zeit am Ende. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im EATON wiedersehen, egal ob jetzt mit Freikarte oder VIP Backstage Pass, liegt an euch. Und jetzt gucken wir mal nach Fragen, ob ihr Fragen zum heutigen Vortrag oder zum EATON oder was auch immer habt. Ich komme auch mal mit dazu. Ich hoffe, du bist nur fertig mit der Zeit und nicht fertig mit den Nerven. Nee, ich habe mich jetzt erst warm geredet. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe mich vermisst auf dem Foto. Wolltest du mich so direkt in die Mitte über alle rüberpacken? Oder wo willst du mein Foto dahin packen auf dem EATON-Bild? Ganz groß, Zoom-in und genau. Dein Foto brauche ich übrigens noch. Ich hab nur eins aus dem Internet bisher gezogen, aber ich bräuchte noch ein gut qualitatives von dir. Ja, das mache ich für dich. Mache ich dir eins, schicke ich dir eins rüber. Super, cool. Sehr schön. Ich freue mich auch schon auf den EATON. EATON, nee, ich weiß, wie spricht man es aus? Also ich spreche es EATON aus, so wie Marathon. Ja, es ist quasi euer Fitnesstraining für November, aber euer Trading-Fitness-Training, also wie Marathon, aber statt Mar ist es ein E, also EATON. Und ich werde da eben mal von meinem Inhalt vielleicht auch mal berichten, wie so meine Erfahrungen mit EAs sind. Ich habe ja früher auch mal EAs gehandelt, ja, wer das noch nicht weiß, das ist schon lange her, aber ich habe die da mal laufen lassen, habe damit auch Geld verdient, werde da mal so ein bisschen berichten, wie das war, was ich da für Erlebnisse hatte. Und ich habe auch eine Diplomarbeit zu dem Thema EAs und Handelssysteme geschrieben. Damals 2000, das muss ich selber erstmal überlegen, 2008 bereits. Jetzt haben wir 2022, mein Gott, ist das lange her. Das werde ich auch mal, ich werde das Thema da mal sagen. Ich werde da vielleicht mal so ein paar Dinge kurz vorlesen. Es soll ja nicht langweilig werden, ja, weil es ist doch ein recht stumpfes Thema vielerlei Hinsicht, ja. Aber ich denke, das kann spannend werden. Nicht nur mit mir, sondern natürlich auch mit euch und den anderen Protagonisten. Da ist schon der ein oder andere Hochkaräter dabei. Da freue ich mich drauf. Ja, yeah, super. Ne? Und ich mich auch. Insbesondere auch auf deinen Beitrag, genau. Yeah. Wenn jetzt die Fragen sind, dann, ja, ich meine, wir sind ja auch schon 18.04 Uhr. Ich denke, es war alles erklärt und alles erläutert. Ich hatte auch mal diese Donkey-Channel-Strategie der Turtle Trader wohlgemerkt, um es vielleicht ganz kurz, ne? Also die lassen ja Gewinne laufen und begrenzen Verluste, ne? Ganz wichtig. Und das ist ja auch so ein Kernthema, du hast es vorhin gesagt, was ich auch immer vertrete, ne? Also dass man sehr, sehr stark auf die Verluste achtet und auf der anderen Seite aber eben auch zusieht, dass man die Gewinne irgendwie laufen lässt. Haben die damals gemacht, ne? Mit ihrer Strategie und deswegen waren die es richtig umgesetzt haben, eben auch erfolgreich, ne? Genau. Gut, Christoph. Jo. Liebe Grüße
in die Vereinigten Staaten, die da heute verschärfte Inflationsdaten bekommen haben, ja, weil du dich ja darum hier nicht kümmerst, dann muss ich dich aufs Level bringen hier. genau. Ja, also ihr habt wieder teure Preise bei euch. Falls du dich wunderst, wenn du einkaufen gehst, alles wird teurer, ja, in den USA. Schickt dir erstmal den Markt in den Keller, aber jetzt sind wir schon wieder über den Tageshochs drüber, also enorme Rallye aufgrund der Zahlen. Und ich werde euch morgen zeigen, an welcher Stelle ich dann long gegangen bin heute. Und dann gucken wir morgen. Achso, übrigens, wer morgen im DAX long oder short, der wird noch früher als um 7 morgen ausnahmsweise stattfinden. Also nicht wundern. Christoph, dir einen wunderschönen Abend. Warte. Vielen Dank für den Einsatz und bis zum nächsten Mal. Freue ich mich drauf. Spätestens auch Eaton. Bis dahin. Bye bye. Alles klar. Bis dann. Alles Gute, ihr Lieben. Tschüss. JFT, just fair and direct.